Sechs Punkte Spiel im Parkstadion am 23. Spieltag in der Regionalliga West für die Zweitvertretung des 1. FC Schalke 04 gegen die Sportfreunde Lotte, die Königsblauen, in der ersten Hälfte von rechts nach links. Ja, schöner Ballgewinn von Franke. Und jetzt auf Aidinel, der hat ein bisschen Platz, der spielt den Ball auf Euschen, Euschen schießt und hält das 1:0. Achte Spielminute. Die Sportfreunde Lotte gehen in Führung. Cedric Euschen mit seinem sechsten Treffer in der laufenden Saison für die Sportfreunde Lotte. Jetzt Schalke in der Vorwärtsbewegung. Auf der linken Seite ist Jensa gegen Domröses. Jensa geht in den Strafraum. Dalaschow muss abschließen. Kommt nicht zum Abschluss. Nachschuss. Schon Alulu. Tor. Ja. 21. Spielminute. Und die Gastgeber gleichen aus. Durch Schon Alulu. Jetzt der Ballverlust von Hamm. Da hat er schon mit ein bisschen Platz. Auf die linke Seite. Schon Alulu geht in den Strafraum. Flankt ihn rein. Und dann ist es Ahmadin mit der nächsten großen Möglichkeit. Jetzt kann es schnell gehen. Cienza. Cienza. Knapp am Tor vorbei von Leon Bula. Domröse kommt wieder nicht da dran. Kann wieder diesen Zweikampf nicht annehmen. Und Cienza kann aber nicht genug Druck hinter den Ball kriegen. Aber im Endeffekt wieder so viel Druck aufgebaut, dass es da keine Alternativen gibt. Und dann sind die Schalker wieder im Ballbesitz. Jetzt Cienza. Cienza schießt einfach mal und da ist das Tor. ...36. Spielminute und Cienza schießt das 2:1 für den FC Schalke 04 U23 aus der zweiten Reihe. Schon Alulu mit seinem starken Linken auch eine Option, aber Cienza wird den wohl reinbringen. Almeroth, Nachschuss! Dadaschow knapp am Tor vorbei, aber da hätte Leon Bula ja nur noch hinterher geguckt. Kann für andere Arbeitgeber vielleicht auch empfehlen kann, wenn man den Sprung nicht in die erste Mannschaft schafft, die ja momentan in der zweiten Bundesliga spielen. Ball kommt rein und die Riesenmöglichkeit für Dadaschow. Scharfe Flanke von der linken Seite. Gucken wir nochmal drauf. Schon Alulu. Er bekommt angezeigt, ich bin da. Und dann ist er auch da, kriegt den Ball aber nicht im Tor unter. Karaman. Auch dieser Ball findet keinen Abnehmer. Leon Bula verliert den Ball da. Cienza musst du noch einschieben. Aber hallo. Ist der denn noch in der Pausenkabine oder was? 74. Spielminute. Und Schalke trifft hier zum 3:1. Gucken wir gleich nochmal drauf. Leon Bula, der schon in der ersten Hälfte den Ball fast verloren hätte im Dribbling. Und jetzt, wenn ich das richtig sehe, ist es die Nummer 18, Maximilian Franke, der Feierabend hat für heute. Aber erstmal ist Cienza wieder über die linke Seite mit dem nächsten Angriffsversuch. Schon Alulu bringt den Ball rein, Dadaschow ist da, eine Drehung und dann ist es das Tor. Oh. 78. Spielminute und Schalke legt nach. Und zwar wie? Und jetzt ist der dritte Neuzugang auch drin. Lindner kriegt nochmal 5 Minuten Einsatzzeit und direkt mit der Möglichkeit. Das wäre mal ein Einstand gewesen. Gucken wir nochmal drauf. Freistoß von Aidinel. Und dann kommt der Neuzugang an den Ball. Und dann hat Schalke zugeschlagen. Und jetzt ist diese Partie vorbei. Nach packenden 90 Spielminuten heißt es
4:1 für den FC Schalke 04 U23. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.